Lange suchen musste Marvin Hohmann aus Hannover nicht, um das zu finden, was ihn total begeistert. Marvin liebt Wrestling. Er ist 15 und schmächtig. Noch. Aber er gibt alles, um mal ein Star im Ring zu werden. Talent hat er reichlich, sagt sein Trainer. Und er muss es wissen, denn er ist ein Ex-Champion. Und wie er den Nachwuchs rannimmt, das zeigt uns Mike Spalleck. Er wiegt gerade mal 59 Kilogramm. Ein 15-jähriger Unschuldsknabe, der es allerdings schon jetzt faustdick hinter den Ohren hat. Marvin Hohmann und sein Coach Leo van Gasterin beim gemeinsamen Training mit Steffen und Valentin in der Wrestling School in Dören. Nein, Muskeln wachsen nicht von allein. Und darum geht es hier zu wie bei der Bundeswehr. Verweigern ist nicht. 5, 6, 7, 8, 9. Und Marvin 10, denkt auch gar nicht daran. Also manchmal ist es schon sehr unterdrückend, aber ich weiß ja, wie es gemeint ist. Und ich verstehe das auch nur gut. Und rauer Ton ist für mich mehr Disziplin. Und gerade das braucht man in seinem Leben, um weiterzukommen. Die meisten sind da schon kaputt. Also ich habe hier schon mehrere Leute aufs Klo rennen sehen, weil sie sich übergeben mussten, weil sie es einfach konditionell nicht durchgehalten haben. Ja, also es ist halt schon, es ist halt nicht nur Theater, es ist schon ein Sport, ja, wo man halt wirklich alles geben muss. Schon als kleiner Steppke hätte Marvin am liebsten mit dem Training angefangen. Aber Schüler werden in der Wrestling School in Dören erst ab 14 Jahren aufgenommen. Seit ich 4 bin, gucke ich schon Wrestling, so im Fernsehen. Und ich fand das immer beeindruckend, wie Hulk Hogan zum Beispiel oder John Cena immer wieder aufgestanden sind und weitergekämpft haben. Gerade das hat mich so angespornt, Wrestling zu lieben. Training bei einem echten Star der Szene. Bis 2014 war Leon van Gasterin Intercontinental Champion der EWP, der European Wrestling Promotion. Mit seinem Talent kann Marvin eines Tages in die Fußstapfen des Trainers treten. Das habe ich gleich bei der ersten Stunde gesehen. Da war er schon weiter als andere, die beim ersten Mal da waren. Da war er schon gleich 3 Stunden weiter. Also er ist auch keiner, der meckert, ja? Man wirft ihn hin und her und er ist keiner, der dann sagt, oh Trainer, mir tut alles weh, nein. Man sieht ihm das zwar an, ja, aber er geht mit aufrechtem Kopf geht er hier raus. Aber bis zum ersten richtigen Kampf muss der 1,76 Meter große Achtklässler noch Gewicht und Muskeln zulegen und vor allem die nötigen Griffe und Kampftechniken lernen. Zeit für einen Trainingsfight. Ich möchte, dass er eines Tages auch dort in Japan Wrestling-Matches bestreiten kann. Aber jetzt sieht es natürlich nicht so gut aus. Komm, Marvin, lass dich nicht verprügeln da. Was ist? Du musst zurückkämpfen. Klar ist er größer. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Der Weg für einen der jüngsten Wrestler Deutschlands ist jedenfalls klar abgesteckt. Ein echter Champion will er werden. Das ist erstmal mein Hauptziel. Mehr lernen und mehr verbessern. Marvin und Leon. Gemeinsam haben der Coach und sein Schüler schon jetzt alle im Griff.